Hallo, wer bist du? Was machst du? Hallo, ich bin Stefanie Kasper und ich bin Geschäftsführerin von Mirapodo. Okay, ich habe hier schon diesen tollen Türstopper entdeckt. Das ist bei euch, der Name ist Programm sozusagen. Ja, Es gibt bei euch richtig. Schuhe. Genau. Wir haben über 5.600 Modelle gerade im Shop. Wir haben noch viel, viel mehr Schuhe im Lager und wir verschicken die an alle Kunden, die im Internet Schuhe kaufen wollen. Ich persönlich war immer der Meinung, Schuhe seien schwer verkäuflich. Dachte ich von Brillen auch übrigens, weil man die anprobieren muss, die drücken vielleicht, die müssen schick aussehen. Aber es scheint ja zu funktionieren. Ja, es funktioniert. Der Vorteil, den du hättest, wenn du bei uns Schuhe kaufst, ist, dass du dir Zeit lassen kannst mit der Anprobe. Du bekommst sie nach Hause geschickt, du musst dafür nichts bezahlen. Du kannst dann erstmal in deinem Wohnzimmer auf und ablaufen, gucken, ob deinen Füßen alles gefällt. Und wenn du dann meinst, die Schuhe sind richtig, behältst du sie und wenn nicht, schickst du sie eben auch wieder kostenfrei zu uns zurück. Also von daher ja, klar, anprobieren, aber kannst du ja auch zu Hause machen und falls es nicht passt, zu uns zurückzuschicken. Was wir zusätzlich aber noch machen, ist, dass wir dir helfen, die richtige Größe zu finden. Wir haben sehr viel Informationen zu den Schuhen, zu den Maßen, wie unterschiedliche Marken die Passform gestalten und können aufgrund deiner Kaufhistorie dann auch sagen, welche Größe du nehmen solltest. Ihr seid ja streng genommen gar nicht mal so ein Startup, wenn man mal guckt, wer hinter euch steht. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was zu eurer Investorenaufhängung sagen. Ja. Wobei, erstmal muss ich dir widersprechen, wir sind schon ein richtiges Startup, weil wir haben tatsächlich von Tag 1 mit nichts in meinem Wohnzimmer da begonnen. Der große Unterschied zu anderen Startups höchstwahrscheinlich ist, dass wir einen Investor haben, das ist die Otto-Gruppe, die uns die Möglichkeit gibt, sehr langfristig mit viel Professionalität und Sicherheit im Rücken dieses Geschäftsmodell zum Erfolg zu führen. Beschreib mal, wie bist du denn dazu gekommen? Wie wird man Teil eines Otto-Startups? Also ich von meinem Hintergrund war sicherlich ausschlaggebend, dass ich über 5 Jahre bei eBay gearbeitet habe. Und Zielsetzung war schon, als die Otto-Gruppe sich entschieden hat, so etwas auch auf die Beine zu stellen, Leute zu holen, die aus dem E-Commerce und aus dem Online-Business kommen. Und danach wurde gezielt gesucht. Und ich war dann quasi die Mitarbeiterin Nummer 1 und konnte auf der Basis und mit meinem Netzwerk und mit Unterstützung dann das Team hier aufbauen. Ich finde, du bist ja ein tolles Beispiel dafür, dass es auch Frauen gibt im Unternehmertum. Es gibt ja leider sehr wenige im Internet. Dein Mann macht auch was mit Internet, oder? Richtig, mein Mann ist auch Gründer, der ist Geschäftsführer von Metaversum. Und ich bin nicht nur eine Frau, ich bin auch eine Mutter, was noch eine gewisse Komplexitätsstufe drüber hat. Meine Tochter ist 2,5, aber es klappt sehr gut. Wenn man sieht, wie entspannt du hier durch die Räume schwebst, dann ist das umso bewundernswerter. Zurück zum Thema, bevor ich hier weiter abschweife. Wann seid ihr denn gestartet? Was ist so Status quo? Also wie viele Schuhe versendet ihr denn zurzeit zum Beispiel? Also gestartet sind wir, dass wir das erste Mal Bestellungen auslösen konnten, noch in 2009. Wir haben dann aber erstmal eine geschlossene Beta-Phase gehabt, dann eine private Beta-Phase, wo wir auch Kunden eingeladen haben, über einen Zugangscode unseren Shop zu testen. Diese Phase war dann Ende Februar abgeschlossen und seit März sind wir voll da und offizieller Launch war 25. März 2010. Und seitdem läuft sehr gut. Wir verschicken sehr viele Schuhe täglich. Wie viele kann ich dir leider nicht sagen. Kann ich sonst noch Zahlen aus dir rauskitzeln? Wie seid ihr sozusagen investorenmäßig aufgestellt? Was geht so für Online-Marketing raus? Burn-Rate, dumm-di-dumm? Dumm die dumm. Okay, also wir sind eine 100% Tochter der Bauergruppe, die wiederum zur Otto-Gruppe gehört. Wir haben ein signifikantes Marketingbudget, sicherlich. Ich meine sogar, ich kann dir verraten, dass es auf jeden Fall im siebenstelligen Bereich ist. Und wir sind mittlerweile 30 Mitarbeiter. Postleitzahl ist 10405. Mehrzahlen gibt es nicht. Okay, ich dachte schon, jetzt sagst du noch deine Telefonnummer in die Kamera oder so, aber du bist ja schon familiär eingebunden. Meine Frage zielt natürlich auch ein bisschen darauf ab, Konkurrenz dazu mit Zalando. Die sind ja auch sehr präsent im Online-Segment gerade. Habt ihr vor denen Angst oder wie seht ihr euch auch so ein bisschen im Verhältnis zu denen? Also uns interessiert, dass der Online-Markt für Schuhe gerade extrem attraktiver ist. Der entwickelt sich gerade, da investieren viele Firmen gerade in den Bereich. Wir kommen mit unserem Konzept da genau richtig und Angst haben wir da keine. Wir konzentrieren uns auf uns und auf unsere Kunden und auf unser Geschäftsmodell und sind mit dem, was wir da bisher erreicht haben, sehr zufrieden. Ich sage mal ein paar Namen. Mirapodo, Zalando, Deichmann, Götz. Was hebt euch hervor? Was hebt uns hervor? Also sicherlich, dass der Kunde bei uns im Mittelpunkt steht und dass wir
egal was. Also ich lade dich gerne auch nochmal ein, durch unser Serviceteam nachher zu laufen und mal zu gucken, wie wir mit den Kunden umgehen. Das Wichtigste für uns ist, dass die Kunden beim Internetkauf bei uns zufriedengestellt werden. Und das verknüpfen wir mit einem sehr, sehr breiten Sortiment. Wir haben jetzt schon eben 5.600 auf der Plattform. Wir werden das auf jenseits der 10.000 unterschiedliche Modelle kurzfristig ausbauen, auch über 200 Marken anbinden. Ist Quantität denn wichtig? Bei Schuhen schon. Ja. Also es gibt schon unglaublich viele tolle Schuhmarken und auch Leute, die sich dafür begeistern können und die das im stationären Handel so nicht mehr finden, denen wir einfach die ganze Bandbreite auch in allen Preislagen übrigens anbieten wollen. Also wir beginnen wirklich mit Schuhen in ganz niedrigen Preislagen, gehen aber auch in ein sehr hochpreisiges Segment und das verbunden mit Prozessen, wo überhaupt kein Stress aufkommen soll. Nichts bezahlen für den Versand, für die Retoure, wenn ein Umtausch ist, kein Thema. Und freundliche Beratung am Telefon, wann immer ich möchte. Und das sind die Themen, die uns auszeichnen. Okay, also Quantität beim Segment und Qualität bei der Kundenbehandlung. Mhm. Abschließend vielleicht, bevor wir mal eure Zukunftsvision beleuchten, mal eine kleine Macho-Frage. Als Frau in einem Online-Schuhhandel, ist es nicht ein bisschen wie so ein Alkoholiker in der Bar? Also Frauen sind doch so, ich habe sowieso total viele Frauen, das müsstet ihr mal sehen. Ihr seid ja sehr frauenlastig, fiel mir auf jeden Fall auf. Ja, ist so. Also wir hatten auch unsere Stellenanzeige, als wir das Serviceteam gesucht haben, war Wir lieben Schuhe. Darauf haben sich tendenziell sehr viele Frauen beworben. Aber ansonsten ist es natürlich so, der Umgang mit dem Produkt jeden Tag weckt Gelüste. Davon kann ich mich auch nicht ganz frei machen. Ich habe allerdings da ein bisschen vorgearbeitet, weil ich habe tatsächlich, glaube ich, in der zweiten Jahreshälfte 2009 so gut wie gar keine Schuhe bestellt und darf das jetzt alles aufholen, weil ich ja schon wusste, dass ich diesen Job machen würde. Und ich habe es mir dann immer verkniffen, bis auf ein paar Winterstiefel. Das habe ich gebraucht. Nächste Folge Gründerszene mit dem Lügendetektor und Fräulein Kasper. Okay, abschließend, um mal zum Schluss zu kommen, wo möchtet ihr denn Ende 2010 stehen? Ende 2010, wo möchten wir da stehen? Wir möchten einfach dastehen, dass wir super viele glückliche Kunden haben. Mir ist es sogar fast wichtiger, unter den Kunden, die wir bei Mirapodo hatten, sehr, sehr viele zu haben, die das dritte, vierte Mal bestellen und irgendwo anders, als permanent eine exorbitante Neukundenquote. Das ist das, worauf wir Wert legen und da haben wir uns Ziele gesetzt und die wollen wir erreichen. Das hört sich doch gut an. Dann dafür viel Glück. Danke fürs Gespräch und Gruß an deine Unternehmerfamilie. Dankeschön. Danke.